Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Stückchen Formel 1 Multiplayer. Hier bei Fini zockt auf diesem Kanal. Diesmal dabei Game Impulse und Meltonica. Der liebe Christian ist leider heute nicht mit dabei. Auch wenn ich das schade finde. Aber nun ist gut. Okay, wir fahren Australien. Das sollte, denke ich, zu sehen Eben. sein. Falls jetzt ein paar wundern, warum Australien? Ganz einfach. Da der Christian nicht da ist, musste ich Ersatz schaffen. Erstellungsmäßig. Und dann habe ich Trottel vergessen, die Strecke umzustellen. Deswegen, ja, warten wir jetzt mal ab. Game Impulse ist da. Hallöchen. Sag mal was. Moin, moin, sag Moin. ich mal. Nein, was? Ja. Ich habe eh kaum trainiert, also ist jetzt egal, wenn wir Australien fahren. Aus dem Auto so wie Silverstone trainiert, genau, Ja, ich bin ein trainiert. paar Runden gefahren, aber. Ein paar Runden gefahren. Nein, Naja. besser zwei wie gar keine. Oh nee, ich hasse diese. Ich hasse Australien. I hate Australia. So, wir fahren wie immer 25% Renndistanz und ein Blitz Qualifying. Das ist der einzige Unterschied zu den Multiplayer-Rennen, die sonst bekannt sein dürften, da ich da nicht umgestellt habe. Wobei ich glaube, jetzt Qualifying sind wir immer gefahren, oder? Ich glaube ja. Okay, oder? Christian ist heute so still hier. Macht mir Angst. Mulli. Nein. Aber okay, gut, gegen Metallica haben wir eh keine Chance. Das sollte allseits bekannt sein, denke ich. Habe ich in den letzten Videos, glaube ich, schon mal erwähnt. Durango fährt heute nicht mit. Eigentlich schade. Und Navi, den haben wir noch gar nicht zu Gesicht bekommen. Der könnte sich langsam auch mal hierher bewegen. Oh, frech die Kurve abgekürzt. Und ansonsten. Jo, ich glaube, das wäre richtig gut. Metanica, was für ein Auto fährst Nein. du? Kein Kommentar. Oh. Okay. Hast du Williams erwischt? Funkstille. Okay. Auf geht's über die Startziellinie. Das war fast klar. 1,24, 3,14. Was sage ich? Vor 1,26. Irgendwer war so klar. Zweiter. Mit Ja. Riegel-Setup. Ja, dritter. Aber ja, ich muss dich irgendwie nochmal lauter stellen. Ich höre dich so gut wie gar nicht. Mich oder Metallica? Also ich persönlich höre Metallica gar nicht und ich habe die schon auf 200%. Was seid ihr denn so langsam? Was bist du so schnell? Ich bin schon Ich bin mit gefahren einem wie ein Regen-Setup Berserker. unterwegs. Mit was bist du unterwegs? Regen-Setup, weil wir gleich Regen haben. Haben wir Regen? Oh. Okay. Im kompletten Rennen. Scheiße. Ich habe nicht Echt? aufgepasst. Nein. Ach, nö. Deswegen hatte ich Regen. Ich extra habe schon jetzt ein Regen-Setup ausgewählt. Trockensetting geladen, ne? Ja, ich auch. Ich nehme immer die dry Dinger. Oh nee, please not. Wehe. Ich könnte kotzen. Ein Regenrennen ist für mich gleich Katastrophe. Oh nö. Oh Gott. Hilfe. Mein erstes Rennen war auch bei Regen in der Formel Die erste Runde ist 1. immer Also ich war sicher vor der nee. Formel Genug 2. Abstand zu den anderen Autos. Wir wollen keine Probleme haben. Aber. Muss erst mein Spiel Ich noch muss ein bisschen mal. leiser stellen. Was musst du leiser stellen? Das Spiel. Die war Das gerade zu Spiel. laut. Ja, kann sein. Oh Gott. Wenn ich das schon sehe, blaue Reifen, ich krieg die Krätze. Metallica fährt Ferrari. Das ist noch schlimmer. Das ist Oh Mann. Höchststrafe. Du würdest selbst mit Williams hier doch davon fahren. Kleiner Tipp: Christian, der da normalerweise hier mitmacht, also für dich jetzt neu, der fährt auch mit Williams und hat schon gewinnen können. Also hätte gewinnen können, wenn er nicht. Naja, egal, die Details erspare ich jetzt lieber. Mal Sind schauen. nur drei Regentropfen die ganze Zeit. Ach du Kacke. Mit Kupplung, falls den Impuls nicht gemerkt habe. Upsa. Okay, dann machen wir das mal so. Weil ich gerade vom Controller abgerutscht bin, lasse ich mal kurz die KI fahren bis zur nächsten Geraden. Und dann sollte es klappen. Wer sagt hier, uah? Weil ich fast in den Verkehr Das reingefahren Wetter bin. heute ist nicht Oh. so toll. Pass in den ersten Kurven gut auf. Ich hab's gemerkt, jetzt sind Leclerc hinter mir, nicht mehr mit Panik. Ah, ja. Okay. Und er macht einen Abgang. Warum ist bei mir. Hä? Warum ist bei mir Das war's das. komplett mit dir. Also, ich höre dich wirklich kaum, ne? Ja.
Muss ich auch nicht. Was soll ich hier nicht? Sie können mein Aufnahmeprogramm hören. Oh Gott. 14. Ich sehe nichts mehr. Hilfe. Oh nö. Was ist bestellt? Jetzt 18. Nur noch Albon und irgendein Renault hinter mir. Oh ja, je. Die hatten sich vorhin in der ersten Kurve gerammt. Ich glaube, ich hatte was damit zu tun. Unwesentlich, glaube ich. Oh Gott. Okay, kein guter Start. Wir müssen wieder auf die richtige Spur kommen. Vollbremsung und ich komme nicht um die Kurve. Mit der Vollbremsung. Ich habe schon viel zu früh gebremst. Trotzdem. Ey, Albon, aber haarscharf, Kollege. Nächstes Mal ein bisschen aufpassen. So, 19. Mhm. Wir fahren wieder die 0 Punkte mit. Wobei es jetzt gerade keine Punkte gibt. Schleuder, Schleuder, hurra. Schleuder, Schleuder, hurra. Oh Gott. Ich nehme an, Metallica als Erster. Yep. Ja, Game Pulse Dritter. Oh, kein Kommentar. Ist irgendwo im Mittelfeld. Irgendwo im Mittelfeld, naja, besser wie ich. Hülkenberg ist hinter mir. Achtung, Achtung! Diese Achtung, Achtung, ja danke! Was oder wer oder was hat mich da jetzt erwischt hinten? Das kann ja nur Hülkenberg sein, andere ist nicht hinter mir. Ja. Oh Gott. Regenrennen. Ich liebe es. Guten Glück hat der hinter mir einen Motorschaden. Das ist nicht mehr der schnellste. Bremsen, bremsen, bremsen. Frühzeitig. Okay. Wir legen los. Kommt eine Gerade. Bremsen wir schon mal hier fröhlich und wieder Abgang. Okay. Jetzt bin ich letzter. Die Kratzer hüten werden, naja, das ist zumindest mal nicht so weit weg. Okay. Reifenradaufhängung. Frontflügel, alles im Eimer. Ja, Jeff, ich hab's gemerkt, dass da Schaden dran ist. Danke. Ich hab mittlerweile fast 6 Sekunden Abstand. Ich höre dich zwar kaum, aber ich sag nur so viel, es ist kaum fahrbar. Ja, bei mir auch. Metallica fährst du mit Lenkrad? Ja. Ja, jetzt weiß ich ja, warum ihr so schnell seid. Ich fahre teilweise mit Tastatur, manchmal mit Controller. Ich habe Navi gestern zur Sau gemacht. Das ist nicht gefahren wie ein Rennvieh. Mir vor der Nase rum. Dann habe ich mal 2 Runden lang bei mir die KI laufen lassen. Auf einmal war er 4 Plätze hinter mir. Hat aber doof aus der Wäsche geguckt. Hülkenberg, jetzt fahr doch, Mensch. Ich bin im Regen schon langsamer und du fährst hier wie eine Oma. Meine Fresse, ey. Die Kratzer. Da schleicht er hier um die Kurve, schleicht dich in die Box, aber mach was du willst. Aber nicht bei mir, jetzt bist du weg. Arrivederci, Kollege, wieder überholt. Vor mir rumschleichen, also sowas. Das machen wir hier nicht. Super überholt, ja. Oh, Game Impulse ist vor mir. Oh, hast du auf den 18. zurückgeschafft? Ah ja, das habe ich gehört. Bis in 6 Sekunden noch vor. Ja, ich sehe dich auf der App. Ja, ich sehe dich auch. Es bleibt nicht mehr, wenn ich dich hier drehe, aber es geklappt, okay. Hülkenberg, du alte Kanalratte. Oh, die Kurve hier, Alter. Ist tödlich. Da bin ich schon zweimal rausgekrachen in den 3. Ja, ich bin auch zweimal auf die Liste. Diesmal nicht. Yay, 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 yay. Yes. 3 Kreuze im Kalender. Metallica, 10 Sekunden Vorsprung. Ja, ich weiß, auf welchem Platz ist der? Erster. Ja, da fragst du noch. Da fragst du noch. Ja, man weiß ja nie. Wieder das grüne Gras mitgemäht. Ich sag ja, ich könnte hier mal Rasenmäher dran machen. Ich glaube, das habe ich vor 2 Folgen schon mal gesagt. Rasenmäher bei mir und das Formel 1. Aber du würdest, glaube ich, dem Rasen ganz gut tun. Da lacht er so dreckig. Ich will einfach nicht letzter werden. Och, das schaffst du nicht. Ich bin hinter dir. Du musst halt ein Jahr früher bremsen überall. Ja. Die Strecke sieht jetzt definitiv besser aus als vor ein paar Minuten. Die Strecke sieht besser aus, wenn sie mich verkackeiern, Chef. Die Strecke sieht doch genauso kacke aus wie vor einer halben Stunde. Was sagt er? Die Strecke sieht viel besser aus wie vor ein paar Minuten. Platzregen, Suppe. Alter.
Loch Ness mitten auf der Strecke und da sagt er mir, die Strecke sieht besser aus. Oh, jetzt hast du aber mal einen Schleicher da reingemacht, hey. Ich sehe, ich habe dich vor mir um die Kurve gehen sehen. Das war wohl ein bisschen lahm. Beweg dich, sonst stress ich dich. Wenn Hülkenberg mich nicht vorher frisst. Das wird noch ein interessanter Fight hier, glaube ich, trotz Regenrennen. Mit Hülkenberg. So, jetzt haben wir mal ein bisschen abgehängt. Den Radardaten nach wird der starke Regen eine Weile anhalten. Sie fahren mit neuen Regen. Komplett aufs Gras gefahren. Ich hätte von mir nicht wirklich mit Williams fahren können. Ja, eben, deswegen. Wie viele Sekunden hast du Vorsprung? 15? Mittlerweile 17. 2,5 Sekunden ab. Oh. Game Impulse. Jeff hat mir gerade gesagt, ich nehme jede Runde 2,5 Sekunden ab. Oh, aha. Sind wir auch draußen? Yay. Das war's komplett bei mir. Hülkenberg, Achtung, hinter dir. Jetzt hat er mich mal gefressen, den habe ich aber gleich wieder. Dann gibt's jetzt einen Dreikampf. Ja, wenn ich was sehe, ich sehe gerade absolut nichts mehr außer der grünen. Der Benzinstand sieht super aus. Du hast ihn gut im Schande. Ah! Mich hat's rausgekegelt. Ich bin erstmal. Das war's dann mit dem Dreikampf? Ja. Ah, wobei Hülkenberg ist nur 5,5 Sekunden vor mir, den könnte ich nochmal kriegen. Ja, ja, ist auf jeden Fall möglich, uns einzuholen. Ich fahre hier um die goldene Ananas mit. Oh nee. Ja, okay, das war noch gut. Ich hole euch noch irgendwann ein. Ja, von hinten, du Witzbold, aber dann kegel ich dich raus. Ich hab's Mavi geschafft, in drei Rennen hintereinander dreimal auszuboxen. Wenn er neben mir überholt wird, kurz an die Wande gedroschen. Da kenne ich nichts. Da fahre ich so unfair, wie es nur geht. Hitzerei kriegt mich nicht. Oh je, oh je. Hülkenberg, wer ist der vor mir? Jeff, Fahrer vor mir. Achso, ich habe ja Updaten. Hä, das Auto ging jetzt nicht mehr drauf. Da kann ich lang nach dem Fahrer vor mir fragen. So wie heiß sie gestern. Fragt da ewig nach dem Fahrer vor sich und wundert sich, dass doch Jeff schnabelig aufmacht, wo das er sonst so gerne redet. So, jetzt aber, Fahrer vor mir, auf geht's. Dann kommt die Schaltfläche. Sie fahren mit 9 Regen. 2,1 Sekunden, nee, 6,8, das war der Abstand, das Game ist. Die Zeit lag bei 1,53,6. Ach, ich hab verloren. Alter, ich fahre hier 1,52 Runden. Was fährst du? Ich bin nicht ins Gras gefahren bei der Kurve. Oh, 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 oh. Ich auch nicht, aber dafür bin ich auf 40 Sachen runtergebremst. So, ein bisschen abgekürzt, das zählt noch, jawohl. In Real Life ist doch in Australien immer trocken, wieso regnet es denn jetzt? Ich verstehe nicht, in Down Under sind Buschfeuer, hier regnet es irgendwie. Mann, Mann, Mann. Muss Formel 1 nochmal da was dazu lernen. So, abgekürzt, zählt. Alter. Oh, da ist ein ganz schön Vorsprung auf Hülkenberg rausgefahren für ein kurzes Stück auf der Geraden. Da spürt man den Mercedes unter der Haube. Ja? Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 6,7 Sekunden. Wir beide haben aber immerhin dieselben Bedingungen. Nee. Naja, wir haben beide erschwerten Bedingungen. Ich habe zwei komplett rote Frontflügel. Ja. Meltanica hat. Naja. Metallica hat alles grün, rotes Auto ja. Und ein Lenkrad. Dazu fällt mir nichts mehr ein. Wollte ich nur anmerken. Der wird mich irgendwann überrunden, selbst in 15 Runden. Ich bin zuerst dran. Wenn ihr weiter 1,53er Zeiten fahrt, hol ich euch auf jeden Fall ein. 1,53. Ja, ich fahr 1,43. Ich fahr 1,50. Letzte war 2 Sekunden besser wie die davor, weil ich mich mal nicht gedreht habe. So, und ich habe jetzt wieder Hülkenberg vor der Schnauze. Jetzt geht's dir an die Gurgel, Kollege. Jetzt hat sie mir ins Gras rausgetragen. Oh ne. Ich hab schon mal frühzeitig angefangen zu bremsen. Zwei macht aber ein ganz schönes Battle da vorne. Oder zumindest was ähnliches. Ich weiß gar nicht, wie es Heisi da rausdrehen konnte. Man verliert 2 Sekunden pro
Oh, der ist jetzt schon im Ziel, Metanica. 1,43, ach du Schande. Ich fahre 1,55. Alter. So alt bin ich nicht, halt den Mund. Ich kenne diese Strecke hier auch komplett auswendig. Ja, auswendig kann ich die auch, aber... Auch im Regen? Nee, im Regen bin ich dir noch nie gefahren, um ehrlich zu sein. Australien im Regen gab es bei mir noch nicht. China im Regen, das kann vorkommen, das ist echt zum Kotzen, aber Australien ist ja teuflisch. Nicht mehr zum Kotzen, das ist teuflisch. Ich bin schon vor mehr als 10 Jahren mal hier auf dieser Strecke im Regen gefahren. Was? Vor Mai 2008 oder was? Nee, das war noch ein noch älteres Spiel. Das war das Spiel aus 2003. Hülkenberg vor der Schnauze. Nur noch 3 Sekunden, 3 Sekunden, 3,5 Sekunden plus gemacht von der letzten Runde aus gesehen. Ja. Langsam kriege ich euch Rabauken wieder da vorne. So, jetzt mal gucken, ich kann sie sein Rücklicht wieder sehen. Was fährst du für eine Zeit, Metanica? Diese Runde geht's in die Box. Gib uns eine gute Ich verbessere gerade meine Zeit vielleicht noch um fast eine Sekunde oder so. Was fährt Gaming Plus? Aha, jetzt hat er dich. Hülkenberg attackiert. Ja, und ich bin direkt hinter dir. Oh Gott, bremsen, das ist ja die Kurve. Schande. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Kennt ihr den Spruch? 1,41,6. Boah! Also das war komplett bei mir. Das war jetzt, aber ich hab doch gedacht, was rammelt ihr zwei da links? Ja, ich bin an euch vorbei. Klar. Fröhlich. Na egal, da muss ich halt einmal in die Box. Das müssen wir sowieso. Ohne Boxenstopp geht nicht. Wir haben Metanica, vergiss es nicht. Ey, ja. Nein. So, Raikön vor mir. Wie viel ist der Kollege vor mir? Ich will es gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Sehr weit. Ja, ich weiß nicht, so 17,5 Sekunden. Das geht doch noch. Der Regenrennen geht doch bei mir. Hülkenberg ist 6 Sekunden hinter mir. Wie viel hast du auf Hülkenberg? Oh nein, ich sehe Metanica hinter mir auf der Map. Jetzt schlägt es 13. Oh, ich könnt ihr euch auch schon freuen. Ich hab langsam hier die Truppe wieder vor mir. Oh, ich sehe ihn auch wieder auf der Karte. Eieieiei. Ja, ich habe auch mittlerweile mehr als 40 Sekunden Abstand auf dem Hintermann. Mehr als 40. Ja. Macht Sinn. Die anderen, die Schlangen sind nur 16 Sekunden vor mir. Das heißt, ja. Die Kollegen sind der Boxengasse. Okay, du Feigling hast hier nicht in Betten mit Metanica eingelassen. 10,8 Sekunden. Du weißt ja, Metanica, ne? Heise kriegt bei mir Schiss, der weicht schon freiwillig aus. Oh Gott. Hm? Was? Erstmal die Kurve verpassen. Ja. Ich muss nächstes Mal entweder den Ingame-Sound leiser stellen oder irgendwie noch dich irgendwie lauter. Auf Discord kannst du mich lauter machen. Lass dir kurz die KI fahren und mach. Ich glaube, es liegt am Game. Ey, aber nicht rausgeflogen. Ey. So, Hülkenberg hinter mir. Ach Gott. Das hier ist so ein rassiges Rennen, da kriegt man echt die Kratze. So, jetzt aber. Oh, im ersten Sektor mal schneller. Ey. Ja, Metanica, auf geht's, was machst du denn? Ich werde vielleicht gleich mal kurz in die Box fahren und den Frontflügel reparieren. Ach komm, du Langweile, jetzt wo du noch so knapp hinter mir dran bist. Ja, ich kann dann gleich wieder mit Vollgas fahren. Ja, ja, damit du mich dann schneller hast, oder wie? So, klappt doch einigermaßen. Nein, bremsen. Hat gut geklappt, okay. Oh, ich habe meine Rundenzeit verbessert. In beiden Sektoren, der dritte kommt noch.
Ich bin sicher, dass wir noch ein bisschen bei diesen Reifen bleiben sollten, aber die Strecke wird definitiv trockener. Die Strecke wird definitiv trockener. 1,49 bin ich erstmal um die 1,15 gekommen, yay. Ich würde mal gerne unter die 1,40 kommen. Ja klar, Sonderwünsche. Möchten Sie noch Kaviar? Darf es noch ein Scheibchen mehr sein? Oh, jetzt ist Meltanica in der Box. Ach nö. Keine Ahnung, kann sein, dass du es gerade gesagt hast, dann hast du nicht gehört. Hat er gesagt? Ja. Zum Fahrzeug reparieren. Oh, schon wieder eine halbe Sekunde schneller. Yes. Nur noch 11 Sekunden. Ich mache jede Stunde, wollte ich schon sagen. Nee, jede Runde 2 Sekunden plus. 6 vor 2 sind 12. Da würde ich sie wahrscheinlich gerade so kriegen, bis zum Rennende, Raycon. Dafür ist Rennen zu kurz, um den noch zu fressen. Achso, nee, du musst ja noch in die Box halt. Wir gehen mal gucken. Rennleitung, waren schon in der Box? Nee. Wahnsinnig. Doch, Meltanica, ja gut, dann aber. Auch angemeldet. Von Grid 1 auf Position 1 gefahren. Das war langweilig. Alter Falter, Daniel Kwiat von Grid 20 auf 11. Oh. Und ich, naja, von 2 auf 18 und der liebe Gameputz von 3 auf 20. So. Jetzt aber. Okay, das war jetzt keine so gute Zeit mehr im zweiten Abschnitt. Schaffen wir meine Zeit zu verbessern. Jawohl, 1,49, 1,44, ja, das wäre schön. Ich heiße ja nicht mehr Tanika, so. Mal gucken, Raycon. Okay, wir können dich diese Runde. Nein, dann nicht Boxstop. Was habe ich dir jetzt wieder gedrückt? Ach nö. So, hier einmal kurz die KI rumlenken lassen. Zweimal so schön nah dran, jetzt verliere ich wieder 3 Sekunden hier auf Raycon. Fliegen wir nicht finden. Ne, die Schnauze war das bei dem Sound falsch. Ich muss es da durcheinander bringen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 12,2 Sekunden. Ich war ja gerade in der Box, bin jetzt eine 1,48 gefahren. Gibt's ja nicht. Du bist gerade mal eine Sekunde schneller wie ich. Ja, aber das war die Runde, in der ich aus der Box gekommen bin. So, ich dachte schon. Das hatte mich schon irgendwie irritiert. Eine 3 Sekunden Strafe, das ist jetzt auch egal. Wir haben eine Zeitstrafe erhalten, die mit der Gesamtrennzeit am Ende. Aber bin auch schon wieder eine schnellste Sektorzeit gefahren. Fünf Runden kommen wir noch aus, ja. Ganz genau. So, ich bin jetzt an die Box. Ich brauche jetzt zum guten Glück keine Entfernung. Oh, ich könnte sogar noch vor Hülkenberg bleiben. Alter, das wäre geil. Und Gamepulse klebt gleich hinter ihm. Was? Ja, ich weiß, das langt nicht ganz. Das langt nicht ganz. Da war jetzt parallel raus mit ihm. Ja, oh, jetzt habe ich dich. Ja. Links an mir vorbei. Ah, nee, ich hab dich noch nicht, aber. Doch, jetzt hast du mich. 1,41,1. Jawohl. Und ich hatte meinen Benzin auf Marker. Ey, weißt du was? Weißt du was? Der krieg ich noch. Wenn ich jetzt nachher kurz gefressen werde, das war meine größte Sorge. Jetzt hier dran in die Klette. Jetzt fahr doch, Oma. Er fährt schon wieder wie ein. Ja, Hund, der soll sich Zeit lassen. Nee, der soll sich keine Zeit lassen.
So. Prügeln wir euch mal da hinten weiter. Außerdem, ihr werdet von Metallica verfolgt, wollte ich nur anmelden. Du bist ziemlich nah an der Bande. Wollte ich auch noch anmerken. So, wollte ich noch was? Nee. Ausgewollt. So. Hoho, das war noch. Oh, fast gedreht. Ja, ich hab's gesehen. Nein! Ah ja. Vor lauter nach hinten gucken. Oh, ich krieg die Kratze. Mein Frontflügel ist jetzt natürlich dementsprechend in einem. Danke fürs Vorbeilassen. Na, Hülkenberg lasse ich nicht vorbei. Ach komm. Vorbeigeschlichen. Hat er sich. Metallica. Nein, vergiss es. Die blaue Flagge kann den Buckel runterrutschen. Blaue Flagge. Nichts blaue Flagge. Die Farben sind. Blau gibt's bei mir nicht. Fahr doch, Hülkenberg. Ich murks dich ab. Da gibt's wieder Dreikampf vor euch anscheinend. Nee, Metallica ist spielend an ihm vorbeigegangen. Ja, die KI lässt sehr leicht Platz. Jetzt darf ich mich auf keinen Fall drehen. Nee, du darfst dich auf keinen Fall drehen. So, wir ignorieren fröhlich weiter die blaue Flagge. Ja, wenn du es ignorierst, wirst du irgendwann disqualifiziert. Nein! Oh, fast in die Wiese. Ach, Schande, nein, das sind die Kurven. Oh, jetzt hat er eine freie Bahn, der Kollege. Okay, erstmal Vollbremsung. Ja. Jetzt darfst du. Mit dem Benzin noch aus. Bin ich gnädig. Bevor ich noch eine Strafe kriege. So, jetzt ist wieder der Gaming-Puls vorne wieder weg, ist ja klar. Noch drei Runden. Ja, Metallica wird mich nochmal holen. Ja, der schon, aber ich nicht. Und die würde ich ja gerne holen. Nicht. Auf 18, wenigstens das. Da gab es einen Unfall in Sektor 3. Ja, ich habe nur die kleine Karte, ich sehe es nicht. Da hat es nämlich gelb. Schön, wo genau? Welche Kurve? Es ist scharfe rechts, die erste scharfe Rechtskurve dort. Oh ne. Da ist Ricciardo jetzt gerade ausgefahren. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 2,0 Sekunden. Oh, das ist einer raus. Ja, das ist Ricciardo, da gerade gesagt, dass er gerade aus. Ah ja. Hörst du eigentlich zu? Hülkenberg macht's besser, sein Teamkollege. Der rammelt schon besser fast mir rein. Yay, in die Kurve eingedreht, das macht Fun. Noch zwei Runden, verdammt. Metallica, kümmere dich darum, dass Gamepuls langsamer wird, bitte. Ich kann es versuchen. Mach das. Aber nicht aus dem Rennen nehmen, aber langsamer machen. So, schon so netten kleinen Flügelschaden oder so. Ach, come on. Wieder in der Kurve rausgeflogen, vor lauter Labern auf die Karte. Jetzt hat er mich. Ja, gelber Sektor. Das freut mich zu sehen. Metallica, hast du schon gefressen, wenn ich jetzt gesagt habe, hau ihn raus. Hülkenberg wird frech. Jetzt wird er aber frech. Jetzt will er links außen auch noch vorbeigehen, der Kurve. Also nee, Kollege, so nicht, gell? Jetzt ist er bestimmt frech. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Letzte Runde. Schande, stimmt ja. Oh nö, der ist in der Runde weiter. Nein, da habe ich ja noch weniger Chance, Gamepuls zu kriegen. Oh, kriegst die Krise, echt jetzt. Nein. Oh, war das knapp. Teuflische Kurve.
Ach guck mal, kannst du nicht einmal da rausfliegen? Nicht einmal. Benzin ist bei Planziel minus 1. Fahr bitte den Motor runter. Motor runterfahren? Nein, mach ich nicht. Wir haben nur noch die Runde zu Ende. Da reicht das Benzin dick, so wie ich das hier sehe. So. Es gibt nochmal eine 1,55er Zeit, schätze ich mal. Hat sich das ausgerammt. 3 Sekunden Strafe. Ja, solange der andere. Wenn du weiter so die Kurven schneidest, pumpt dir die Rennleitung eine Strafe auf. P18, du bist auf Platz 18. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt. Ja, Meltanica GG, Ziel. Sie fahren mit alten Regenreifen. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 6,8 Sekunden. Sie fahren mit alten Regenreifen. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Chef sagt mir gerade ernsthaft, ich soll es jetzt auf diesen Reifen ins Ziel schaffen. In der letzten Kurve sagt er mir das. Chef, was hast du wieder getrunken? Ich fahr lieber nicht. Oh Gott, das war jetzt ein Rennen zum Abhaken. Okay, liebe Freunde, in der nächsten Folge geht's weiter. Bis dann, tschüss.